Leute, ich bin's Conny und heute schauen wir uns meine Reaktion auf das neue Pet Simulator X Yeet a Pet Update an. Und vor allem werde ich euch erklären, wie du die Chance hast, dieses Titanic Pet von mir zu bekommen. Das alles kommt in diesem Video. Jetzt geht's aber erstmal los. Yeet a Pet? Okay. Ich habe mit sowas in die Richtung gerechnet, weil es gab Leaks von einer Pet-Werfen-Animation und man hat ja auch so ein geworfenes Pet, sage ich mal, auf Twitter gesehen. Aber ich konnte mir nicht wirklich drunter vorstellen, was das jetzt wird. Okay, es ist ein Yeet a Pet-Event. Interessant. Ja, also heute werde ich einfach mal mein Titanic-Pet wegwerfen, Leute. Denn das neue Update ist da und jetzt kann man Pets werfen. Und es gibt Yeet World und Yeet Pets und Yeet Eggs und Yeet Contest. Und Yeet Upgrades, und Yeet Goal, und Yeet Coins, und Yeet Orbs, und Anniversary Pet, Anniversary Gift, Anniversary Event, und Cosmetic Exclusive Egg. Okay, es gibt einige Sachen, die wir heute zu covern haben. Hier steht dann auch Anniversary Event. Pet Simulator X 2 Jahre Anniversary. Thanks for playing. In 12 Tagen erst, oder in 12 Stunden, man weiß es nicht. Aber der Conny aus dem Schnitt weiß es. Es findet täglich statt, und wie es aussieht, seht ihr auch am Ende des Videos. Speed Multiplier, ja genau. Hier gehen wir erstmal zur Daycare. Ich hole mir erstmal ab, was ich abzuholen habe. Claim all. Okay, warte, wir haben immer noch Popsicle Coins. Wir haben immer noch Popsicle Coins, Leute. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass wir noch Popsicle Coins haben. Vielleicht ist es auch ein Fehler, dass die noch drin sind. Das werden wir gleich sehen. Und dann gucken wir jetzt einfach mal in die Yeet World über die Rakete. Das kennen wir noch aus Pet Simulator 1 und die Rakete ist so viel cooler als in Pet Simulator 1. Sie ist aber jetzt auch nicht so viel cooler als die in Mining Simulator, das muss ich lassen. Und diese Welt erinnert mich auch sehr an Mining Simulator vom Style her, muss ich auch ehrlich sagen. So, wir sind jetzt in der Yeet World. Ich würde mal sagen, wir sind in der Tech World. Es fühlt sich an wie in der Tech World, weil wir haben den Tech World Himmel, vielleicht ein bisschen auf dem Mond und hier gibt es so Orbs, die man einsammeln kann. Okay, die haben tatsächlich ein ganz neues Spielprinzip hier einfach über das Spiel rübergeklatscht. Das hier sind interessante Pets. Leaderboard Contest. Die Top 100 Spieler bekommen ein Huge Stunt Unicorn. Das wird dann sehr selten sein, weil es davon wahrscheinlich dann nur 100 geben wird. Es sei denn, das Event wird wiederholt. Top 300 kriegen ein Exclusive Stunt Unicorn. Dann gibt es Exclusive Stunt Bobcat für die Top 500. Die Frage ist, bekommen die Top 100 eigentlich auch alles, was zum Beispiel die Top 1000 bekommen? Das weiß ich nicht. Aber ich finde es schade, dass das mal wieder so ein Leaderboard ist, das nur gute Spieler belohnt, nur Pay-to-Win-Spieler belohnt. Weil nur Leute mit den krassesten Pets werden natürlich auch im Leaderboard oben sein und dann auch gute Pets bekommen. Schade eigentlich. Okay, dann schauen wir uns das neue Exclusive Egg an. Und sind die dann durchsichtig? Titanic Cosmetic Pegasus. Huge Cosmetic Agony. Wenn ich Robux ausgeben würde in Pet Simulator, würde ich es jetzt einmal ausprobieren. Aber ich glaube, das mache ich heute nicht. Es interessiert mich zwar schon ein bisschen, wie die Pets dann in echt aussehen, weil ich kann mir unter den Vorschaubildern gerade nichts vorstellen. Aber wir gucken einmal. Hier gibt es eine neue Währung. Also es gibt nicht die Tokens, die Popsicle Tokens. Das war wahrscheinlich ein Fehler, dass es die noch gab. So, tap to throw here. Okay, kann ich irgendein Pet werfen? Yeet! Ja, Mann! Ich kann einfach mal hin. Und ich kann auch voll weit werfen. Mein Cupcake werfen, das gefällt mir. Nochmal. Yeet! Ey, das gefällt mir. Das ist ein cooles Spielprinzip. Kann man machen. So, Base. Ja, 585.000. Nice. Ich glaube, ich habe aber schon eine relativ strong Base, oder? Was glaubt ihr? Meine Pets im Inventar. Was soll denn damit sein? Ah, hier steht jetzt, wie viel Strength die mir bieten. Ah, okay. Die bieten unterschiedlich viel Strength beim Werfen. Und der hat hier 10,7 Millionen Strength. Die hier haben 25.000 Strength. Das bedeutet, meine Huge Pets sind gecapped, oder wie? Die sind gecapped. Warte, ich gehe mal auf No Pets. Und ich rüste jetzt einfach mal mein stärkstes normales Pet aus. Und zwar den Hotdog hier. Und jetzt habe ich meine Base Strength auf 10,7 Millionen erhöht. Und dann werfe ich. Und dann werfe ich viel weiter. Oh mein Gott. Danke für den Tipp. Oh mein Gott. Also wenn ihr nur Huge und Exclusive Pets habt, nehmt mal eure normalen Pets rein. Guckt mal, wie weit das fliegt. Was heißt bruh? 137.000. Nochmal weitergesprungen auf 140.000. Neuer Rekord. Geil. So, wie weit bin ich auf dem Leaderboard damit? Ich weiß es nicht. Global Furthest Throw. Achso, das geht jetzt langsam hoch, okay. Mein weitester Wurf ist schon relativ weit, aber man merkt ja, es ist ja irgendwo gecapped, wa? So, wenn ich hier jetzt ein bisschen was öffne. Ich habe ja ein bisschen was. Ich mach mal Auto-Hedge. Ich habe Auto-Delete an. Ich mach mal so. Dann gucken wir, was hier drin ist. Failed! Oh, okay, dann muss ich wohl noch mal ein bisschen farmen hier, wa? Dann machen wir einmal den Farmer. Wie wirft man? Einfach klicken. Einfach hingehen und klicken oder tappen. Und ja, das fliegt jetzt einfach. Ich liebe es, wie mein Hotdog fliegt. Das sieht auch voll cool aus, wie das hier Ding einfach so fliegt. Und 146.000. Neuer Rekord. 4,39 Millionen von diesen Coins dazu bekommen. Hier gibt es dann Upgrades, die werden wir uns auch gleich anschauen. Und wenn ich jetzt hier mal was hatche, sind da zwei Epic Pets drin. Golden Plane Dragons.
So, die Golden Plane Dragons, wo sind sie? Wo sind sie? Hä, wo seid ihr? Mein Ombreros. Okay, Plane Dragons. So, 1,9 Q-Stärke, also nicht mal so stark. 2,7 Millionen Wurfstärke. Also tatsächlich nicht so überwältigend. Ich würde sagen, ich bleibe bei Mythicals. Die werden hier ja wahrscheinlich auch drin sein. Wobei, hier ist kein Fragezeichen. Vielleicht hier bei den Sachen, die ich freischalte. Mit 50 Millionen. Achso, ich muss 50 Millionen von diesen Coins bekommen und dann schalte ich die nächsten Eggs frei. Kann man auf jeden Fall so machen. Benutz all deine Pets. Warum sollte ich all meine Pets benutzen, wenn das eine Pet viel besser ist? Achso, dass ich mehr ausrüste. Dass wenn ich jetzt... Die Dinger hier sind ja alle schlecht. Aber wenn ich dann... Die besten Pets habe ich ja sonst in der Daycare. Aber wenn ich die hier ausrüste, dann kriege ich meine Base-Stärke ja viel höher. Damit habt ihr recht, Leute. Ihr habt recht. Das sollte ich machen. Das heißt, ich muss jetzt wirklich wieder versuchen, ein starkes Team aus normalen Pets zu bekommen. Hä, warum konnte ich wieder... Achso, jetzt kann ich wieder mehr ausrüsten. Das mache ich jetzt auch hier. Einmal ausrüsten, ne? Ja, einfach ausrüsten. So, 23 Pets. Ich habe 64,4 Millionen Stärke. So, von diesen Coins, Better Yeet Egg Prices, Higher Yeet Egg Luck, Critical... Also ich würde sagen, ich gehe erstmal auf... Gibt's das? More Strength from Orbs. Ah, meine Strength steigt auch mit den Orbs? Insgesamt? Steigt meine Strength insgesamt? Oder steigt meine Strength von den Pets an sich? Level ich meine Pets damit? Leute, wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Critical Yeet Chance. Ich brauche eine höhere Critical Yeet Chance. Das ist klar. Okay, wir haben einiges zu grinden. Ich werde es nicht versuchen, auf das Leaderboard zu schaffen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es schwierig wird. Wie gesagt, wenn ihr mehr von diesen Orbs braucht, hier einfach die Dinger einsammeln. Die bringen euch Orbs. So, schön. Ich sollte ein Hoverboard verwenden. Und dann yeet ich erstmal. Kann ich mehrere yeeten? Nee, ich kann immer nur einen auf einmal yeeten. Mal gucken, wie weit wir heute fliegen. Na, 800.000, wir fliegen noch viel weiter. Wir fliegen noch viel weiter. 900.000. Schaffen wir die 1 Million. Nee, wir schaffen die 1 Million nicht. Aber wir schaffen die 969.000. Nice. Kann man auf jeden Fall machen. Ich werde jetzt noch einmal werfen. Und dann haben wir auch schon genug für das zweite Eck, das wir uns dann angucken werden. In 16 Sekunden endet die Runde. Aber ich muss davor noch einen Wurf machen. Oh, das sieht voll cool aus mit der Sonne. Guckt euch das mal an. Weil die fliegt einfach so wie so ein Ninja-Stern. Gefällt mir. Und jetzt ist sie abgeflacht. Komm, schaffe ich's? Oh, nee. Einfach vorbei. Es wird nicht mal beendet. Die Runde ist einfach vorbei. Dankeschön. Hat sich ja gelohnt. Okay, wir kaufen uns jetzt das nächste Eck. Und das Eck danach kostet dann 10B. Oh, alles klar. Okay, wir gucken jetzt erstmal hier rein. 20 Millionen kann ich mir leisten. Machen wir einmal. Ah ja. 20 Millionen und Basic. Aber ich habe es in Rainbow bekommen und es wurde auto-deleted. Wow. Naja, egal. Ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen farmen, bevor ich mir was von den neuen Pets leisten kann. Dann müssen wir gucken. Ich muss jetzt eine Sache ausprobieren, und zwar, ob die Pets leveln. Dafür equippe ich jetzt doch nochmal die besten Pets, die ich habe. Beziehungsweise einfach nur, damit ich einen Überblick behalte. 25k Strength. Und wir versuchen zu leveln, aber hier sind keine Orbs. Wir müssen jetzt erstmal wieder 18 Sekunden warten. Warum die hier ein Rundensystem einbauen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das hatten zwar diese anderen Simulatoren auch immer, aber ich hielt es immer für ziemlich unnötig. Weil es einfach nur das Gameplay unterbricht. Und wer von euch hat in solchen Spielen eigentlich darauf geachtet, wer jetzt der Erste in dem Rennen ist? Ich. Okay, Victor. Für dich war das Feature. Ich war immer der Erste. Ah, hier sind keine Orbs mehr. Der Server ist kaputt. Okay, ich yeete mein Titanic-Pad. Wow. Also Titanic-Pads kann man nicht so gut yeeten. Warte mal, ich versuche, wenn ich springe. Oh mein Gott, Critical Yeet. 35 Stats. Wir müssen es nochmal versuchen. So, mein Titanic-Pad hat immer noch 25.000 Strength. Hier sind keine Orbs mehr zum Sammeln. Das ist voll blöd. Weil jetzt weiß ich nicht, ob die Orbs die Pets leveln oder nicht. Und Leute, hier ist nochmal der Conny aus dem Schnitt für die Rettung. Die Pets können leveln, aber nur, wenn man Orbs einsammelt. Und das maximale Level, das ihr zusätzlich bekommt, das setzt sich mit jeder Runde zurück. Das bedeutet, es lohnt sich, zwar schon die Orbs zu sammeln, um das Pet zu leveln, aber auch nur, um einen möglichst weiten Throw zu bekommen. Also theoretisch müsstet ihr die ganze Zeit Orbs sammeln und kurz bevor die Runde vorbei ist, noch einen Yeet raushauen, der rechtzeitig ankommt, um die maximale Reichweite in der Runde zu erreichen. Weil danach setzt sich das Level wieder auf das Base-Level zurück. Komm! Mein Effekt kam einfach nicht hinterher. 1,19 Millionen Stats! Und damit bin ich auf dem Global Leaderboard da sicher auf den ersten Platz. Ich meine, der hat gerade mal 14.000. Dein erste Lab? Also deine erste Million? Ja. Mein erster Wurf von 1 Million. Ja, aber weil dein erster Wurf wack war. Warte, du hast Huge Pets equipped? Ja. Guck mal auf die Stärke deiner Huge Pets. 3,5 Millionen. Hä? Wurde das gefixt? Ey, das wurde gefixt. Die waren bei mir alle capped auf 25.000. Ah. Okay, jetzt lohnt es sich doch die Huge... Nee, die sind auch wieder bei... Nein, Augenblick, warte. Ich muss einen unequippen und dann muss ich einen equippen. Augenblick, weil ich ein Full-Team aus YouTube habe wahrscheinlich. So, jetzt... Ja! Jetzt habe ich 178 Millionen Base-Strength. Okay, die
Die Huge Pets bekommen ihre Stärke hier nur, wenn du mindestens einen Nicht-Huge Pets equipped hast. Sonst sind die alle bei 25.000 gecapped. Okay. Das ist wild. Das ist wirklich wild. Und jetzt kann man auch mal den Unterschied sehen von einem normalen Huge Pet mit 7,52, einem Evolved Huge Pet mit 7,52 und Titanic Pet mit 9,13. Die Evolved Pets haben einfach auch 7,52, obwohl sie Evolved sind und eigentlich stärker sein sollten als normale Huge Pets. Das ist Scam. So, jetzt zeigen wir mal, wie weit wir lappen können. Mit dem ersten Wurf, erster Lap. Und zweiter Lap. Und damit haben wir es geschafft auf, komm, 2,5, ja, wir schaffen sogar 2,6, oder? Ah, wird knapp. Ich glaube, wir schaffen die 2,6 nicht. Wir wurden zu sehr abgebremst gerade durch diesen Wurf. Aber Kameraführung finde ich ziemlich gut. 2,59 Millionen Stats weit geworfen. Neuer Rekord. Und jetzt bin ich ja wohl auf Platz 1. Wo ist mein Huge Pet? Ja, wo ist mein Huge? Ich meine, Huge, wenn man Platz 1 ist. Ja, wo ist mein... Ja, wenn du in den Top 100 bist, am Ende des Events, kriegst du ein Huge. Welches? Es steht hier drauf, ein Stunt-Unicorn. Ja. Das ist ja voll geil. Ja. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, wenn ich vorher abspringe. Aber ich springe vorher ab. Aber ich denke, es ist ein Bug, dass die Huge Pets ihre Stärke nicht bekommen, wenn man nur Huge Pets equipped hat. Und ich hoffe, dass der Bug noch gefixt wird. So, wir müssen jetzt gucken, wie wir den Wurf weiterbekommen können. Dafür versuche ich jetzt hier erstmal in der Welt hochzuklettern und versuche dann von hier oben abzuwerfen. Nee, ich kann erst ab hier werfen, aber ich bin maximal hoch gewesen bei dem Wurf. Okay, vielleicht macht es einen Unterschied. Es war kein Critical Lap. Oh, ich brauche noch wirklich einen Critical Yeet. Ich brauche einen Critical Yeet, damit ich gucken kann, wie weit ich maximal werfen kann. Und man bekommt ein Tiki Egg. Ja, Tiki Egg bekommt man immer um 19 Uhr und um früher, wann auch immer früher ist. 12 Stunden davor. Worauf ich überhaupt noch gar nicht eingegangen bin, ist dieses eine Board, das da steht, dass die Orbs zählt, die auf diesem Server eingesammelt wurden. Wenn 10.000 Orbs auf dem Server eingesammelt wurden, gibt es einen Orbstorm, bei dem 5-mal so viele Orbs spawnen. Und das haben Victor und ich uns nicht leben lassen. Deswegen sind wir auf einen öffentlichen Server gegangen und haben da dann bis dahin gegrindet. Yeah. Jetzt ist der Storm. Oh, der Storm. Jetzt ist der Storm. Der läuft 2 Minuten. Der läuft 2 Minuten. Okay, 2 Minuten. Okay, die Orbs spawnen schneller. Man merkt's. Ja, 5-mal so schnell. Dann werde ich das jetzt nutzen, um meine Orbs Reach ein bisschen zu erhöhen und ich auch. Dann gucken wir mal, wie schnell es hochgeht. So, von 100 komme ich auf 200 in, ja, ungefähr diesem Satz, würde ich sagen, weil jetzt habe ich 200. Es gibt halt auch viele gute Orbs. Ja, Mann. Ich weiß aber gar nicht, welche von den Orbs gut sind, welche schlecht. Immer die roten. Die roten, denkst du? Ja. Okay, die roten sind selten, ja. Du bist farbenblind, du meinst die orange. Du bist mich verarscht. Nein, ich sehe hier nur orange. Nein, du verarschst mich. Das ist tiefrot, Anton. Du wirst mich nicht verarschen. Leute, habt ihr einen roten Orb gesehen? Auch nur einen einzigen. Der ist so rot, der ist schon fast braun. Guck, da haben wir einen. Hier ist ein roter. Das war ein roter, so. Da ist noch ein roter. Da ist noch ein roter. Okay, ich habe einen roten Orb gesehen, aber die sind super selten. Ja, die sind sehr selten. Okay, dann ist alles gut. Hier ein roter. Du wolltest mich verarschen. Ja, ich dachte, hier sind keine roten Orbs, weil du meintest, sie sind voll häufig. Ich habe jetzt 3 gesehen. Ich sehe gerade wieder 2, die sind gespawnt. Ja, dann hast du viel mehr Glück als ich. Also, ja, bin einfach besser. Na gut, dann gucken wir jetzt einmal zum Anniversary Event und gehen dafür zurück zum Spawn. So, das Anniversary Event is available now. Da stand irgendwas in Dog World. Wir müssen mal in die Dog World, weil ich habe jetzt wieder nicht drauf geachtet. Es war wieder zu klein und zu kurz. In der Dog World ist das Anniversary Event. Wo? Wo? Zeig. Wo ist es? Oh mein Gott, das meint 187SX. Pet Simulator weiß, wie man gute Zahlen macht, aber das dauert jetzt super lange. Zum Glück haben wir einen Triple Damage Boost auf dem Server aktiv. Ich werde natürlich jetzt noch einen Triple Damage und einen Triple Coins Boost so bei mir aktiv machen, damit es ein bisschen schneller geht und trotzdem wird es lange dauern. Wow. Aber ja, dann warten wir mal wieder. Ach, in was für einer wunderschönen Welt wir leben. Aber dadurch, dass es halt länger dauert, das Ding abzubauen, ist wenigstens sichergestellt, dass alle Leute, die zu spät kommen, nicht zu spät kommen. Na gut, dann heißt es jetzt warten. Eine Ewigkeit später. Na gut, jetzt haben wir es aber fast. Jetzt haben wir es fast. Komm. Noch 11SX. 9, 7, 6, 1, 2, 3. Jetzt. Komm, gib. Ich habe einen Mythic Cartoon Coins Drop bekommen. Darum ging's, dass ich Cartoon Coins geschenkt bekomme, die ich eh schon zuhauf habe. Wow, das war fantastisch! Okay, dann können wir jetzt endlich weitermachen
in der Yeet World. Na, ich glaube, das ist einfach nur eine Sache, die ganz gut ist für die kleineren Spieler, I guess, die in der Welt halt überhaupt nicht vorankommen. Es ist natürlich blöd für die noch kleineren Spieler, die es nicht mal schaffen, diese Welt zu erreichen, weil, okay, der Lab kam ein bisschen spät. Für die noch kleineren Spieler, die es einfach nicht schaffen, diese Welt überhaupt zu erreichen. Naja, aber das wäre dann eigentlich auch alles, was das Update zu bieten hat. Hier sind auch keine Orbs mehr, weil das ist irgendwie immer so, wenn man die Welt einmal verlassen hat, dass die Orbs dann weg sind. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal auf einen anderen Server. Vielleicht ist auf einem anderen Server das Gift dann auch noch drauf, wer weiß. Vielleicht kann ich es ein zweites Mal abbauen. Das können wir gerne ausprobieren. So, oh, ich spawn direkt hier. Und da steht auch nichts von dem Event. Das bedeutet, hier wird es das wahrscheinlich nicht geben. Ja, hier ist nichts. Doch, hier ist es jetzt, hä? Aber okay, wir bauen das Ding jetzt nochmal ab. Vielleicht kommt diesmal was Krasseres raus. Ich denke nicht. Wir werden es sehen. Wir haben es jetzt. Komm, gib mir. Und jetzt gib mir was Krasseres als nur irgendeinen komischen Boost und 17 Triple Coin Boosts. Ein Mythic Diamonds Drop. Mythic Cartoon Coins Drop. Wow. Mythic Diamonds Drop. War ja riesig. Okay, das haben wir hinter uns. Ich wechsle jetzt noch einmal den Server, damit ich noch einmal in die Yeet World komme und da Orbs drin sein können. Und dann reden wir mal über das Titanic Pad. Guck in dein Inventar, okay? Hier seht ihr mein Inventar und da ist nichts Besonderes drin. Okay, wir haben in mein Inventar geguckt. Wir gucken jetzt rüber in die Yeet World. Und jetzt sprechen wir einmal über das Titanic Pad. Erstmal hier Orbs einsammeln natürlich. Falls ihr euch fragt, wie man Orbs bekommt, hier die Dinger einsammeln. Und dann könnt ihr hier besser upgraden. Und heute einfach mal more strength from Orbs, auch wenn es mir nichts bringt. Wenn ihr mein Titanic Pad bekommen möchtet, also diese riesige Titanic Hologram Cat, die ihr da hinten seht, dann müsst ihr nur meinem Discord-Server beitreten, der ist in der Beschreibung verlinkt, und an der Verlosung teilnehmen. An der Verlosung können nur User teilnehmen, die auf dem Discord-Server erstens die Regeln akzeptiert haben und zweitens eine verifizierte Telefonnummer auf ihrem Account haben, um einfach Zweit-Accounts zu vermeiden. Das ist genauso wie bei jeder anderen Discord-Verlosung, die ich bisher gemacht habe. Komm, werfen wir nochmal Yeet! Das bedeutet, ihr klickt da einfach auf den Button, um an der Verlosung teilzunehmen. Wenn ihr dann an der Verlosung teilnehmt, müsst ihr halt die 14 Tage warten, bis die Verlosung aufgelöst wird. Also in 2 Wochen, ungefähr zur Zeit des nächsten Pet Simulator Updates, wird die Verlosung aufgelöst und im Livestream werde ich dann den Gewinner ermitteln. Und der Gewinner wird dann auf Discord kontaktiert, muss mir seinen Roblox-Namen nennen. Und weil ich ein Titanic-Pet verlose, kann ich es ihm nicht über den Briefkasten schicken, weil ich neulich herausgefunden habe, es geht nicht. Vielleicht geht es bis dahin, es kann sein. Aber wir müssen uns dann wahrscheinlich auf Roblox erstmal als Freunde adden, damit ich dir nachjoinen kann und ich dir dann das Titanic Pad per Trade geben kann. Und so wird dann die ganze Verlosung laufen. Wenn der Gewinner der Verlosung sich dann natürlich innerhalb von 12 Stunden, nachdem ich ihn markiert habe auf Discord, nicht meldet, dann verliert er seinen Gewinn und es wird neu verlost. Und das so lange, bis wir einen Gewinner haben. Und was auch klar sein sollte, weil es heute die Nachfrage auf unserem Discord-Server gibt, wenn ich bei dem Gewinnspiel gewinnen sollte, weil ich darauf gedrückt habe, dann wird natürlich auch neu verlost, weil ich kann natürlich nicht mein eigenes Titanic Pad gewinnen. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen zur Verlosung habt, dann schreibt sie mir gerne irgendwo noch in den Chat. Und naja, das Update hier, das haben wir uns ja jetzt ausgiebig angeguckt. Wir können hier Pets yeeten und das war's eigentlich. Hallo, ich will yeeten. Dankeschön. Was ist mit Pets Simulator X passiert? Das ist mit Pets Simulator X passiert. Es gibt kein Pets Simulator X mehr. Es gibt nur noch Yeete Pet. Und ich bin ehrlich, mir macht das Update Spaß. Ich finde das Update ziemlich geil. Ihr könnt mir natürlich gerne eure Meinung zum Update in die Kommentare schreiben. Das war's wie jetzt mit diesem Video. Lasst gerne ein Like da oder lasst kein Like da. Bis dann und ciao!